Willkommen zurück im Google Track mit Paul und Lara. Hier dreht sich alles um Work Transformation mit Google Cloud. Und heute Nachmittag erwarten uns auch noch drei spannende Vorträge. Zunächst werden wir starten mit einem von unserem Kollegen Lukas, der über den Wandel hin zur modernen Zusammenarbeit in der Cloud berichtet. Danach hören wir einen Vortrag von Vicky, der über die Cloud und aktuelle Datenschutzthemen berichten wird. Und zum Schluss haben wir dann nochmal einen Googler zu Gast, den Tyler, der über die No-Coding-App-Plattform AppSheet berichten wird. Und nach den Vorträgen folgt wie immer eine Live-Q&A, das heißt Fragen fleißig über den Hop-in-Chat einkippen. Die nehmen wir dann gerne mit zu den Speakern. Und Lukas wollen wir dann auch gar nicht länger warten lassen. Er ist wie gesagt ein Kollege von uns aus dem Vertriebsteam und er ist seit 2015 bei Seibert Media dabei. Und seine tägliche Arbeit besteht sozusagen in der strategischen Beratung bei der Einführung von Software-Systemen, sprich zum Beispiel von Wissensmanagementsystemen, von Intranet-Portalen und eben auch von Google Workspace in großen Organisationen. Und dann würde ich sagen, der Vortrag kann starten und wir freuen uns auf Lukas. Moderne Zusammenarbeit in der Cloud. Wie der Wandel erfolgreich gelingt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Und wenn du dich für dieses Thema entschieden hast, dann bist du vielleicht jemand, der Kollaborations- und Cloud-Anwendungen grundsätzlich mega cool findet und nur noch nicht weiß, wie du deine Kollegen, deine Vorgesetzte oder dein Unternehmen davon überzeugen kannst. Jemand, der durch die Medien und Anbieter getrieben wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder jemand, der schon erste Erfahrungen mit der Einführung von Software aus der Cloud gemacht hat, Verbesserungspotenziale sieht und sich hier ein bisschen inspirieren lassen will. In 25 Minuten weißt du, dass du heute nicht mehr um moderne Kollaborationsanwendungen aus der Cloud herumkommst. Das weißt du aber wahrscheinlich schon seit dem letzten Lockdown im Frühjahr. Worauf es grundsätzlich bei der erfolgreichen Einführung im Unternehmen ankommt und du bekommst ein Gefühl dafür, wie ein Einführungsvorhaben erfolgreich ablaufen kann. Das Ganze am Beispiel von Google Workspace. Wenn du Fragen hast, werde ich die sehr gerne nach der Präsentation beantworten. Kurz zu mir. Ich bin Lukas, ich arbeite seit ca. 5 Jahren bei Seibert Media und zusammen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen unterstütze ich Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung von Kollaborationssoftware, zum Beispiel Google Workspace und Linchpin Intranets. Du willst also in die Cloud. Gut so. Du und eigentlich alle hier wissen nämlich, Software, die echte Zusammenarbeit unterstützt, hättest du spätestens gestern einführen sollen. Und das Ganze aus der Cloud ist spätestens morgen State of the Art. Du willst in die Cloud, weil du zukünftig nicht mehr auf Flexibilität und Skalierbarkeit in Bezug auf Lizenzierung und Leistung verzichten kannst. Du willst dich darauf verlassen, dass Services sofort und auf verschiedenen Endgeräten verfügbar sind. Und, um ein letztes Beispiel zu nennen, du, deine aktuellen und zukünftigen Kolleginnen und Kollegen wollen mit modernen und nutzerfreundlichen Arbeitswerkzeugen von überall arbeiten, gerade zum Beispiel aus dem Homeoffice. Aber du weißt auch, dass sich in den letzten Jahren der Einsatz bestimmter Legacy-Anwendungen und damit einhergehend bestimmter Arbeitsweisen eingefahren hat. Die Herausforderung liegt also definitiv in der Umstellung von gewohnten Arbeitsweisen von Hunderten oder sogar Tausenden Mitarbeitenden. Das ist nicht unmöglich. Das sehen wir an ganz bekannten alltäglichen Paradigmenwechseln, die du und ich in der Vergangenheit schon durchgemacht haben. Es fühlt sich heute ganz normal an, sein Telefon, das schon längst nicht mehr alleine zum Telefonieren genutzt wird, immer in der Tasche dabei zu haben. Und es ist für uns das Normalste auf der Welt, Musik über Spotify zu hören und nicht über Kassetten oder CDs. Wichtige Termine trage ich in meinen digitalen Kalender ein und habe sie auf allen Endgeräten sofort verfügbar. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Dass wir mit Anwendungen aus der Cloud arbeiten und wir dadurch anders arbeiten, als wir es bisher getan haben, wird sich in absehbarer Zeit ganz normal für uns anfühlen. Wenn das in deinem Privatleben nicht schon heute so ist, und in unserer Konferenzblase gehe ich im Übrigen davon aus. Warum? Weil wir am Ende einen Vorteil dadurch haben. Im Unternehmen wollen wir diesen Wandel aktiv vorantreiben, weil wir uns dadurch Vorteile am Markt versprechen oder um nicht abgehängt zu werden, weil jedes andere Unternehmen schon einen Schritt weiter ist.
Wie du cloudbasierte Kollaborationsanwendungen erfolgreich einführen kannst, möchte ich dir jetzt am Beispiel Google Workspace zeigen. Das Ganze lässt sich aber auch auf ganz viele andere Change-Vorhaben bzw. Software-Einführungen anwenden. Vorneweg zuerst, was ist Google Workspace überhaupt, bzw. G Suite, wie das früher hieß? Mit Google Workspace, stehen dir integrierte Business-Anwendungen zur Verfügung, die insbesondere die Zusammenarbeit erleichtern. Die Suite enthält bekannte Anwendungen wie Mail, Kalender, aber auch Tools für Instant Messaging und Videokonferenzen. Mit Documents werden Tabellen, Präsentationen oder Textdokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeitet. Und in Google Drive können Dateien in der Cloud gespeichert und freigegeben werden. Die Anwendungen sind untereinander sehr cool integriert und die Arbeit wird durch KI und, wie sollte es bei Google auch anders sein, eine sehr gute Suchfunktion erleichtert. Das alles in der Cloud und nicht nur auf deinem PC oder Laptop, sondern auch auf deinem Smartphone oder Tablet. Wir stehen jetzt aber vor einem Change mit vergleichsweise großem Ausmaß. Alle Mitarbeiterinnen im Unternehmen oder zumindest die sogenannten Wissensarbeiter arbeiten mit diesen essentiellen Business-Anwendungen und sollen jetzt auf cloudbasierte Tools umsteigen, die echte Zusammenarbeit unterstützen. Das Problem fängt da an, dass ich als Nutzer auf einmal andere User-Interfaces bedienen muss, dass ich meine Word-Anwendung nicht mehr als Programm auf meinem Rechner öffne und das Ergebnis auch nicht mehr lokal speichere. Und geht dann weiter, dass ich als Nutzer nicht weiß, was ich jetzt in eine Mail packe oder per Chat kommuniziere und in welcher Form. Wie arbeiten wir im Unternehmen zusammen und muss ich vielleicht etwas an unserer Fehlerkultur ändern? Da fallen dann so Sätze wie, natürlich lasse ich die Lisa nicht an meinem unfertigen Dokument arbeiten oder was nimmt sich der Peter raus, einfach einen Rechtschreibfehler von mir zu korrigieren? Genau diese Dinge und noch sehr viel mehr müssen wir bei der Einführung unseres Google Workspace adressieren. Google hat sich sehr stark damit beschäftigt, wie du bei der Einführung einer so großen und vielfältigen Cloud-Lösung vorgehen kannst und das im Rahmen der sogenannten Success Methodology zusammengefasst. Wir halten es insbesondere bei der Einführung von Google Workspace für einen guten und strukturierten Rahmen für die Einführung. Ich möchte einen Überblick geben, welche Punkte für die erfolgreiche Einführung wichtig sind. Natürlich kann das um individuelle Anforderungen ergänzt bzw. reduziert werden. Rechts siehst du bereits die vier Phasen, die wir bei der Einführung von Kollaborationsanwendungen entsprechend der Success Methodology durchlaufen. Wir starten mit der Excite-Phase, in Deutsch begeistern. Wir wollen das Vorhaben intern verkaufen, Stakeholder aktivieren und Sponsoren finden, Umfang des Vorhabens definieren, Kommunikation, Schulungen und Support planen. Die Enable-Phase. Hier geht es um den Rollout der Anwendungen, Durchführung von Trainings- und Kommunikationskampagnen, natürlich auch den Support. Mit der Einführung bzw. Verfügbarkeit der Anwendung nach dieser Enable-Phase ist unsere Workspace-Einführung aber nicht abgeschlossen. Die folgenden beiden Phasen, Expand und Embed, beziehen sich auf den langfristigen und nachhaltigen Erfolg der Plattform. In der Expand-Phase geht es dann darum, die Akzeptanz weiter zu fördern. Wir bauen zum Beispiel ein Google-Team auf, identifizieren in Transformation Labs weitere Optimierungspotenziale und verbessern den Support. Und zuletzt Embed. Wir messen die Nutzung und Akzeptanz und promoten Erfolgsgeschichten. Innovationsideen werden weiterhin gefördert und wir etablieren eine laufende Kommunikation zu den Änderungen, zum Beispiel in der Software und den Arbeitsprozessen. Die Einführung und der Einsatz von umfangreichen Cloud-Anwendungen wie Workspace sind allerdings kein reines IT-Projekt, das weißt du sicher. Für die Technik gibt es Experten, die das sauber zum Laufen bringen und die besten Wege zur Migration und Integration kennen. Solche Experten brauchst du natürlich. Der Schlüssel zum Erfolg liegt aber insbesondere im Change Management und der Führung in der Transformation. Und darin, deine Kollegen und Kolleginnen zu helfen, auf eine neue Art und Weise zusammenzuarbeiten und das volle Potenzial der Anwendungen auszuschöpfen. Um da ein bisschen Struktur reinzubekommen, können wir unser Einführungsvorhaben auf verschiedenen Ebenen betrachten. Wie gerade angesprochen, haben wir natürlich die Technologieebene, aber auch Governance, also die Planung und Steuerung des Change-Vorhabens. Wir wollen Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Wir wollen Prozesse verbessern und der Support spielt für den nachhaltigen Erfolg natürlich ebenfalls eine große Rolle. Lass uns ein bisschen mehr ins Detail gehen und schauen, welche Initiativen wir in den Phasen an unterschiedlichen Stellen vorantreiben sollten. Natürlich kann ich da im Rahmen der Zeit nur an der Oberfläche kratzen. An passenden Stellen erzähle ich aber ein bisschen aus dem Nähkästchen und zeige, wie wir bestimmte Dinge in vergangenen Projekten ganz konkret umgesetzt haben.
In der Excite-Phase geht es darum, Begeisterung für das Projekt zu erzeugen, das Vorhaben quasi intern zu verkaufen und dann auch darum, einen groben Plan zu entwickeln. Ganz am Anfang steht deshalb, Führungskräfte vom Potenzial der Transformation mit Workspace zu überzeugen. Wir benötigen nämlich für den weiteren Verlauf Commitment und natürlich Ressourcen in den Teams. Schauen wir kurz in die einzelnen Ebenen. Governance, Projektplanung und Steuerung. Relativ trivial, wir definieren ein Projektteam, das für die Steuerung des Vorhabens verantwortlich ist. Und wir legen den Umfang des Vorhabens fest und machen einen groben Plan. People, Menschen. Wir identifizieren relevante Benutzergruppen, binden diese möglichst früh ein und bewerten gemeinsam die Auswirkungen auf die Organisation. Auf der Basis kann dann eine Kommunikations- und Trainingsstrategie entwickelt und geplant werden. Dazu gleich konkrete Beispiele. Prozess. Wir wollen gemeinsam mit allen Mitarbeitenden Prozesse verändern bzw. verbessern. Wir definieren also eine Vision, ein Leitbild, um Veränderungen anzuregen. Am besten so einfach, dass wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen damit erreichen. Und, wie eben schon angesprochen, die Technologieebene. Wir schauen uns natürlich die aktuelle Infrastruktur an und planen die technische Einführung. Dazu gehören, und das ist nicht zu unterschätzen, natürlich auch Integrations- und Migrationsszenarien. Weil es ein essentieller Erfolgsfaktor in dieser Phase ist, möchte ich die Auswahl des erweiterten Projektteams und der Early Adopter bzw. Key User in den Fokus rücken. Wir nennen diese Gruppen die Google Squad und die Google Guides. Klingt ziemlich cool, sind die auch. Die Squad ist unser Projektteam, das alle Aktivitäten zur Umstellung auf Google Workspace unterstützt und aus relevanten Stakeholdern besteht, in der Regel IT- und Projektmanagement-Team. Die Squad ist die erste Gruppe, die Workspace testet und nutzt. Dabei wird die Gruppe durch spezielle Trainings und gegebenenfalls auch externe Partner unterstützt. Die Mitglieder kennen die internen Bedürfnisse sehr gut und sind dafür verantwortlich, erste Anforderungen zu formulieren und zu testen. Als Mitglied der Google Squad bist du für die Administration und den Support während des Rollouts verantwortlich und betreust auch den gesamten Change vom Anfang bis zum Ende. Und zuletzt, die Squad hilft dir bei der Auswahl der zweiten zentralen Nutzergruppe, den Google Guides, und steht als direkter Ansprechpartner für diese Guides zur Verfügung. Google Guides sind wiederum ausgewählte Nutzer, die vor Ort als Botschafter, Berater, Trainer und allgemeine Ansprechpartner mit dem Endnutzer in Kontakt gebracht werden. Man könnte sie auch einfach Key User nennen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Nutzer schneller produktiv mit den neuen Anwendungen arbeiten können, wenn sie die schnelle persönliche Hilfe von Kolleginnen erhalten. Um das flächendeckend gewährleisten zu können, sollten wir etwa 5% der Mitarbeitenden zu Guides ausbilden. Und das machen wir mit speziellen Schulungen und dem frühen Zugriff auf die Anwendungen vor dem globalen Rollout. Eine Frage von dir kann jetzt sein, wie wählen wir die richtigen Personen für diese Rollen aus? Sehr häufig habe ich das Gefühl, wir nehmen den, der Zeit hat oder die, die das immer macht. Das ist manchmal falsch, weil die Person sich vielleicht nicht mit den neuen Anwendungen identifizieren kann und keine persönliche Motivation hat oder vielleicht auch einfach keine Zeit. Unsere Empfehlung ist eher, die Personen in Betracht zu ziehen, die von sich aus Initiative für das Thema zeigen. Trotzdem müssen wir auch aufpassen, dass wir mit den Guides einen passenden Querschnitt der Organisation abbilden, damit wir eine hohe Reichweite und Wirksamkeit im ganzen Unternehmen erreichen. Okay, ich springe mal zurück in unser Phasenmodell. Hier gehen wir weiter in die Enable-Phase. Es geht um den schrittweisen Rollout der Anwendung, Trainings- und Kommunikationskampagnen und den Support. Der Erfolg bei der Einführung von Kollaborationsanwendungen zeigt sich in der allgemeinen Akzeptanz und damit der Nutzung für die neuen Tools und Arbeitsprozesse. Dahinter stehen dann natürlich auch Produktivitätsverbesserungen und so weiter. Vor diesem Hintergrund erfolgt der Rollout in 3 Schritten. Und hier kommen wir auch nochmal zurück auf Squad und Guides. Zuerst erhält die Squad Zugriff auf die Anwendung. Die Squad soll die Werkzeuge und Technologien kennenlernen, den technischen Entwurf testen und Anforderungen und Lösungsansätze identifizieren. Dann geben wir den Guides Zugriff auf das System und können so unseren geplanten Migrations- und Change-Ansatz validieren und auf Basis des Feedbacks gegebenenfalls nochmal anpassen. Und dann bringen wir den Rest der Organisation auf die Plattform. Für die Einführung und den Nutzen von Kollaborationsanwendungen ist es besonders wichtig, dass direkt so viele Menschen wie möglich gemeinsam auf der Plattform zusammenarbeiten können. Du kennst das vielleicht unter dem Begriff Netzwerkeffekt. Wenn die Personen, mit denen du dich vernetzen willst, nicht auf LinkedIn sind, hast du keine Motivation, dich bei LinkedIn anzumelden.
Ich möchte die Bedeutung des Quad und Guides und des Rollouts in drei Schritten als Erfolgsfaktor nochmal etwas allgemeiner deutlich machen. Es gibt das Crossing the Chasm Modell von Moore, das beschreibt die Marktdurchdringung von innovativen Produkten. Leicht angepasst beschreibt dieses Modell sehr gut die Nutzergruppen, die wir im Unternehmen bei einer Softwareeinführung vorfinden. Die Innovators, hier in Grau, beziehungsweise unsere Squad, sind von sich aus sehr motiviert und aktiv. Sie haben kein Problem damit, sich über bestehende Prozesse hinwegzusetzen und zu experimentieren mit trendigen neuen Praktiken. Sie entwickeln neue Ideen für Zusammenarbeit mit den neuen Anwendungen. Die Early Adopters, beziehungsweise unsere Guides, hier in Blau, erscheinen auf dem Parkett, wenn sich die Ideen und Prozesse der Innovators als etwas ausgereifter präsentieren. Sie sehen vielleicht einen persönlichen Vorteil oder andere Erfolgsaussichten durch die neuen Anwendungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und sie möchten den Wandel mitgestalten. Und dann kommt der Graben. Denn während die ersten beiden Gruppen eine hohe Eigenmotivation an den Tag legen, gilt das in der Regel nicht für die Mehrheit, hier in Gelb und Orange. Nur wenn wir mit der grauen und blauen Gruppe den Erfolg beweisen, können wir die große konservative Mehrheit begeistern und überzeugen. Diese Menschen springen erst auf den Zug auf, wenn sich in ihren Augen das Risiko minimiert hat und der Nutzen nicht mehr zu übersehen ist. Ab diesem Zeitpunkt kauft auch die Mehrheit die neuen Anwendungen und Formen der Zusammenarbeit. Die roten Nachzügler, hier ganz rechts, und das kennst du wahrscheinlich, bewegen sich erst, wenn das alte System nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Zusammen mit der Squad und den Guides sollten wir im Rahmen des Rollout also mit verschiedenen Initiativen versuchen, den gerade beschriebenen Graben zu überwinden und die Einführung von Google Workspace erfolgreich zu machen, also der Masse zu verkaufen. Die Success Methodology zeigt hier wieder verschiedene Angriffspunkte auf. Darunter fallen über die Laufzeit des Rollouts für diese drei Gruppen neben den Steuerungstätigkeiten und dem technischen Rollout auch die Durchführung von Trainings- und Informationskampagnen, Transformation Labs mit Squad und Guides, um Potenziale für Prozessverbesserungen zu identifizieren und natürlich auch die Einführung eines geeigneten Supportmodells. Wir könnten da jetzt jeweils noch tiefer reinschauen, ich möchte die Zeit aber lieber dafür nutzen, ganz konkrete Beispiele für Trainings- und Kommunikationskampagnen vorzustellen. Schulungen und Schulungsorganisation ist zum Beispiel ein Thema, das im Rahmen eines Transformationsprojekts wie dem Umstieg auf Google Workspace nicht zu unterschätzen ist. Google Squad und Guides sollten natürlich individuell geschult werden und Fragen beantwortet werden. Diese beiden Gruppen sollen ja später auch gegenüber unseren Endnutzern Fragen beantworten können. Es kann auch sinnvoll sein, etwas wie regelmäßige Sprechstunden, Roundtables, Community of Practice, Chaträume für die Guides zu organisieren, in denen laufende Fragen diskutiert werden können. Jetzt durch Corona sollte das Ganze natürlich online stattfinden. Mit Google Meet, dem Tool für Videokonferenzen, steht dafür alles zur Verfügung, was du brauchst. Für die Endnutzer können natürlich auch individuelle Schulungen angeboten werden. Der Aufwand kann dann allerdings sehr hoch sein. Wir empfehlen häufig einen Train-the-Trainer-Ansatz und unsere Trainer kennen wir schon. Schulungen für Endnutzer durch die Google Guides verteilen den Aufwand auf viele Schultern. Und der Guide weiß natürlich auch viel besser, wie du und dein Team arbeiten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Schulungsmaterialien wie beispielsweise Handouts und Wiki-Artikel, aber auch Online-Video-Tutorials mit den wichtigsten Themen können sehr hilfreich sein. Und on-demand von Nutzern abgerufen werden, dann, wenn man es gerade braucht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommunikation vor und zum Go-Live. Ich nenne das hier mal Werbung, um Awareness für die neue Plattform zu schaffen. Je nach Zielgruppe und deren Erreichbarkeit kann das online oder offline gemacht werden. Dabei sollte zum Beispiel für alle verständlich erklärt werden, warum die neue Anwendung genutzt wird. Wie bekomme ich Zugriff auf Google Workspace oder ganz einfach, wo finde ich das? Und welchen Nutzen hat das für mich persönlich? Dass du dabei auch ganz interessante Orte wählen kannst, an denen man der Information quasi nicht ausweichen kann, zeigt das Beispielbild. Geht natürlich auch an der Innenseite der Toilettenkabine. Neben klassischen Plakaten haben wir da auch schon gebrandete Kekse, Aufkleber, Buttons, Taschenmesser gesehen oder ganz einfach Stifte und Blöcke, die einen an die Vision hinter der Einführung erinnern. Ganz interessant fand ich übrigens auch die Idee einer Kundin von uns. Zum Go-Live-Tag wurde im Eingangsbereich des Gebäudes Fotoautomaten aufgestellt, mit denen man neue Profilbilder mit coolen Gimmicks schießen konnte, solche Schnurrbärte zum Beispiel, natürlich als Profilbilder für die neuen Anwendungen. Ich komme nochmal zurück zur Success Methodology.
Wir haben Google Workspace jetzt ausgerollt und unsere Einführungskommunikation und Trainings durchgeführt. Alle Kolleginnen und Kollegen sollten also Zugriff auf die Anwendung haben und grundsätzlich wissen, wie die Anwendungen funktionieren und insbesondere, wie wir mit den neuen Anwendungen zusammenarbeiten wollen. Da fehlt aber noch was. Und zu Beginn habe ich das ja schon angerissen. Mit der reinen Verfügbarkeit der Anwendung nach der Enable-Phase bzw. dem Rollout ist unsere Workspace-Einführung nicht abgeschlossen. Für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg von Google Workspace hält die Success Methodology weitere Initiativen vor. Ich will das ganz kurz zusammenfassen. Nach dem erfolgreichen Rollout bauen wir ein Google-Team auf. Am besten cross-funktional. Das Team soll die Nutzung der Tools strategisch weiterentwickeln und Innovationspotenziale durch die neuen Anwendungen herauskitzeln. Das umfasst die Implementierung und Dokumentation von weiteren Anwendungsfällen und Geschäftsprozessen und auch die laufende Kommunikation zu Änderungen und Erfolgen, die Organisation von Trainings und die Optimierung des Anwendersupports. Und wenn wir jetzt schon Google Workspace nutzen, wollen wir andere Geschäftsanwendungen eventuell auch in die Google Cloud bringen. Bevor ich mit der Präsentation am Ende bin, möchte ich hier nochmal drei Punkte hervorheben, die sich als besonders wichtig herausgestellt haben. Das Wichtigste zuerst. Du brauchst ein Team, das die Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Google Workspace oder jeder beliebigen anderen Kollaborationsanwendung trägt. Und dass diese Tools und Anwendungsfälle auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das bindet Ressourcen und kostet Geld, ja. Aber das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sich nach einem erfolgreichen Go-Live niemand mehr für die Anwendung verantwortlich fühlt. Kollaborationstools aus der Cloud entwickeln sich stetig weiter, so auch unser Google Workspace. Das ist cool, weil du ganz einfach von der Innovationskraft von Google profitieren kannst. Du weißt aber auch, dass selbst kleinste Änderungen manche Nutzer überfordern können. Änderungen sollten also kommuniziert und trainiert werden. Aber auch Erfolge, interne Success-Stories, eignen sich wunderbar für die interne Kommunikation und inspirieren und motivieren deine Kollegen und Kolleginnen. Mein letzter Punkt. Du solltest laufend Feedback einholen und herausfinden, wie Google Workspace genutzt wird, wo die Nutzer Probleme haben oder bei neuen Ideen validieren, ob du in die richtige Richtung läufst. Durch Google Forms als Teil von Google Workspace ist es mit Online-Umfragen auch ziemlich einfach möglich. Ich habe das jetzt hier als Maßnahme nach dem Go-Live genannt. Das kannst und solltest du aber natürlich auch vorher schon machen. Zum Beispiel kannst du vor Schulungen bestimmte Themenwünsche oder Vorwissen aus privater Nutzung abfragen. Das war's von mir. Ich denke, ich konnte euch einen groben Überblick geben, worauf es grundsätzlich bei der erfolgreichen Einführung von Kollaborationstools aus der Cloud ankommt und wie ein Einführungsvorhaben erfolgreich ablaufen kann. Und jetzt freue ich mich auf deine Fragen, aber auch auf deine Erfahrungen, die du vielleicht schon mit ähnlichen Projekten sammeln konntest. Vielen Dank. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, lieber Lukas, für deinen Beitrag. Du hast uns ja jetzt eine ganze Reihe an Inputs gegeben, was man eigentlich so machen kann, um so einen Change erfolgreich zu gestalten. Jetzt ist natürlich 2020 ein sehr herausforderndes Jahr und wir haben auch schon in diesem Track von den Googlern zum Beispiel gehört, dass sie mindestens bis Mitte nächsten Jahres ins Homeoffice geschickt wurden. Mhm. In ganz vielen Büros ist es ja so, dass jetzt gerade fast nichts los ist, also wirklich auf so ein Minimum reduziert wurde, was die physische Präsenz angeht. Und jetzt wäre die Frage, wie reagiert man denn jetzt in so einer Situation? Welche Dinge aus dem Change-Sortiment, aus dem Werkzeugkasten funktionieren da jetzt gerade gut? Womit habt ihr gute Erfahrungen gesammelt? Wenn man jetzt ganz zurückgeht und sagt, man hat diese ganzen Tools, die der Google Workspace, eigentlich sollten wir damit einsteigen, dass wir alle mal 10-mal hintereinander Google Workspace sagen, so häufig wie ich das eben vertauscht habe, aber ich habe gehört, das passiert sogar den Besten, sogar bei Google. Wenn man mal davon ausgeht, man hat diese ganzen Tools noch nicht zur Verfügung, dann hat man irgendwie ein Problem, weil man, das scheitert schon daran, dass man irgendwie gar nicht vernünftig kommunizieren kann miteinander über irgendwie einen Instant Messaging Dienst, wie man dann ja über Google Chat einführen möchte oder Google Meet, also Video-Chat-Kommunikation. Also an sich
kann man viele Dinge auch sehr gut remote abbilden, insbesondere dann mit diesen Tools. Und ich habe eben das Beispiel Schulungen zum Beispiel gebracht. Man kann Schulungen auch sehr gut remote abbilden. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass das 1:1 geht. Also jeder kann sich vorstellen, also wir sitzen jetzt hier in dieser Konferenz zusammen und vielleicht gibt es Leute hier, die gucken jetzt von morgens bis abends hier irgendwelche Streams an und irgendwelche Talks, und die sind sicherlich auch ganz spannend, aber irgendwann wirst du müde. Und das haben wir auch gemerkt. Deswegen, wenn wir Schulungen machen oder Schulungen organisieren oder Kunden dahingehend beraten, wie sie ihre Schulungen durchführen sollten, dann sagen wir, macht das nicht einen ganzen Tag. Also macht das irgendwie einen Vormittag oder einen Nachmittag. Das gilt übrigens auch für Workshops, weil diese Remote-Situation und wie du als Schulungsteilnehmer das Ganze wahrnimmst, ist extrem anstrengend. Und da sollte man die Leute am Anfang nicht überfordern. Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel, was ich mal nennen könnte. Vielleicht fällt dir, Paul, weil du hast ja auch damit ein bisschen was zu tun, noch was ein, wozu ich noch was sagen könnte. Ja, also was zwei Dinge sind vielleicht, die wir ganz gerne in solchen Change-Vorhaben auch eben machen, ist, dass man mitunter eben, wenn es jetzt als Beispiel physische Townhalls gibt, dass man, wo man eben alle Mitarbeiter beisammen hat, dass man solche Gelegenheiten auch nutzt, um dann im Vorfeld schon über das Thema natürlich zu kommunizieren und dann auch den Launch vielleicht in so einem Rahmen zum Beispiel stattfinden zu lassen oder dafür eben speziell auch ein Happening aufzusetzen. Und da kann man natürlich auch überlegen, das entsprechend virtuell zu machen und dann eben, wie du auch schon sagtest, gleich die Werkzeuge, die man da neu mit dazu bekommen hat, auch zum Einsatz zu bringen. Und man kann natürlich auch sich überlegen, letztendlich sowas wie, ihr habt ja verschiedene Swag auch, hast du in der Präsentation auch vorgestellt, dass man bereitstellen kann den Mitarbeitenden, also sprich Materialien, die man zukommen lässt. Das kann man natürlich auch per Aussendung dann auf dem Postweg machen, bringt halt ein bisschen eine logistische Herausforderung mit, aber da kann man durchaus schauen, dass man die Mitarbeitenden vielleicht mit einem netten Paket dann auch an dem Tag überrascht und denen so eine weitergehende Freude macht. Einen anderen Aspekt, den ich nur aufgreifen würde, ist, unsere Erfahrung ist es nach sehr, sehr wichtig, gerade in der Launch-Situation, eben wenn man jetzt live geht, dann auch supportmäßig parat zu sein. Und üblicherweise empfehlen wir dann ein entsprechendes Floorwalking zu machen. Das heißt, man geht wirklich zu den Mitarbeitenden in den Büros. Wir sind normalerweise dann physisch mit mehreren Leuten dort unterwegs in dem Bürogebäude und sowas dann entsprechend auch über Meet zum Beispiel abzubilden. Dass man sagt, wir haben hier vielleicht 4, 5, je nach Organisation, Größe auch, Mieträume, wo immer jemand mit drin ist, und wenn irgendjemand eine Herausforderung hat, dann weiß der oder diejenige, ich kann da reingehen und kriege dann entsprechend auch Support an der Stelle direkt geboten. Ja, also genau. Ich glaube, wir können einige Formate ein bisschen modifizieren und dann nutzen, ja. Für die Leute, die jetzt hier dabei sind, die vielleicht schon das eine oder andere technische Problem hatten, wir haben das ja genauso auch hier in Hopin realisiert. Also das ist ja nichts anderes, nur ganz in klein. Also ich denke, Hopin ist den wenigsten hier ein Begriff, und jemand, der so eine Plattform schon mal bedient hat, der wird auch mit Hopin klarkommen. Aber das eine oder andere Problem kann natürlich auftreten, und wir haben auch hier so einen Support-Channel eingerichtet und auch eine Telefonnummer. Auch das muss man nochmal dazu sagen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt einen Google Meet oder Google Chat einrichten, dass das jeder sofort versteht. Aber Telefon müsste eigentlich jeder verstehen. Das heißt, ich sollte auch eine Telefonnummer anbieten für die Leute, die eben noch nicht so weit sind, einfach einen Instant Messenger zu bedienen oder irgendwie eine Videokonferenz-Software. Also auch diese Leute gibt es in großen Unternehmen, und die sollte man nicht vergessen. Okay, ich hätte dann auch noch mal eine Frage, die ein bisschen mehr noch auf das Change-Modell eingeht, was du uns ja gerade vorgestellt hast von Google, also die Customer Success Methodology. Und zwar sieht das zumindest in der Abbildung ja relativ wasserfallmäßig aus. Und wie passt das denn jetzt mit dem agilen Vorgehen zusammen, worum sich ja eigentlich alles hier heute dreht? Ja, genau. Also wenn das jetzt komplett Wasserfall wäre, dann hätte ich mich natürlich nicht getraut, das hier auf der Tools for Agile vorzustellen, genau dieses Modell. Du hast schon recht, also besonders diese Darstellung lässt natürlich vermuten oder zeigt so ein bisschen so einen Wasserfallcharakter, aber dem ist definitiv nicht so. Und ich glaube, das kam in dem Vortrag eben auch nochmal ganz gut raus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir monatelang planen,
oder jahrelang planen, bis wir dann wirklich alles im kleinsten Detail, was wir heute irgendwie analog oder mit On-Premise-Tools machen, dann digital in der Cloud abbilden können. Nein, wir suchen uns die wichtigsten Anwendungsfälle raus, bringen die live und dann gucken wir mit den Nutzern zusammen und mit den Google Guides, wie können wir das Ding weiter ausrollen, welche Anwendungsfälle können wir weiter mit reinnehmen. Das ist also schon auch ein sehr agiler Ansatz, meiner Meinung nach. Zumindest verstehen wir als Cybert Media ihn so und empfehlen auch, den dann entsprechend so umzusetzen. Jetzt ist es ja so, dass wir vielleicht Teilnehmerinnen haben, die sagen, wir nutzen bisher jetzt Microsoft-Lösungen und jetzt hat irgendwie der Lukas Pfeiffer uns gesagt, wir wollen ja alle irgendwie in Richtung Cloud gehen und jetzt habe ich da einen Anbieter, der erstmal für sein Cloud-Produkt quasi so den gleichen Namen draufstehen hat oder zu den gleichen Hersteller und dann habe ich jetzt so eine Alternativlösung. Ist es denn so, dass für Organisationen der Schritt, also der Change sozusagen geringer wäre? Ist das ein valides Argument zu sagen, na, ich will gerade nicht so viel Change in der Organisation haben, deswegen muss ich ja quasi Microsoft nehmen? Oder wie siehst du das aus der Perspektive? Ich dachte, du darfst nicht Microsoft sagen, aber jetzt hast du es am Ende doch gesagt. Genau, also man könnte natürlich vermuten, man hat jetzt irgendwie sein Desktop-Windows-Programm und man geht jetzt nach Office 365, also in die Microsoft Cloud. Das bedeutet, dass das mit dem Fingerschnipsen dann da ist. Dem ist definitiv nicht so. Also ein Change wäre auf jeden Fall im Namen da. Man nutzt jetzt nicht Microsoft Word, sondern man nutzt Google Docs. Darüber hinaus bleibt es sich gleich. Also der Change von Desktop-Anwendungen in die Microsoft Cloud zu gehen oder von Microsoft Desktop-Anwendungen in die Google Cloud zu gehen, ist genau gleich groß. Also der Umstieg, dass ich jetzt im Browser arbeiten muss, dass ich mein Dokument nicht mehr lokal abspeichere, sondern das einfach in der Cloud und in Echtzeit abgespeichert ist, das ist das Gleiche. Und meiner Meinung nach, und das ist auch das, was wir als Cybert Media und als Google-Partner auch verkörpern wollen, ist Google Workspace da einen Schritt weiter, weil es eben Ticken, ich würde das mal zusammenfassen, als moderner daherkommt. Also wenn heute Studenten bei einem Unternehmen anfangen, dann kennen die zum Beispiel die Workplace-Tool schon, weil sie die schon in der Universität oder an der Hochschule ein paar Jahre lang eingesetzt haben. Das ist also das Tool der Wahl für neue Fach- und Führungskräfte und wenn die dann im Unternehmen arbeiten, kennen die das schon. Ich würde mal sagen, das ist auch das, was wir bei Unternehmen oder von Unternehmen gespiegelt bekommen, die sagen, okay, nee, wir bleiben erstmal bei Microsoft und gehen nach Office 365, dass da eben auch ein sehr großer Change-Aufwand da ist. Wie sieht denn das aus, wenn man sich diese Vielfalt an Werkzeugen, die quasi mit Google Workspace ins Unternehmen eingeführt werden, wenn man die sich anschaut, dann kann man ja auf die Idee kommen, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt die eierlegende Wollmilchsau. Wie stehst du dazu? Gibt es da irgendwelche Limits, wo man sagt, nee, die und die Use Cases, die sollte man eben doch lieber dann vielleicht nicht versuchen, in das System zu versuchen reinzupressen, sondern wo man vielleicht dann doch eben noch andere Systeme im Blick haben sollte, die man dann ergänzend auch weiter betreibt oder einführt? Ja, definitiv. Also ich nenne mal ein Beispiel. Man könnte sagen, wir haben jetzt dieses Vorgehensmodell, was ich vorgestellt habe und wir machen jetzt mal Projektmanagement mit Google Sheets, also mit der Kalkulationstabellensoftware, die in Google Workspace enthalten ist. Kann man machen. Wir sind Cybert Media, wir sind auch Atlassian-Partner. Wir kennen auch die Möglichkeiten, die zum Beispiel Jira als professionelles Aufgaben- und Projektmanagementsystem bietet. Wir würden definitiv empfehlen, so ein großes Projekt, was man da plant, auch in einer professionellen Projektmanagement-Software abzubilden und nicht in irgendwie einer Tabelle, wie zum Beispiel Google Sheets. Das als ein Beispiel und weil ich jetzt gerade schon so dabei war, wir bewegen uns ja sehr viel in der Google und in der Atlassian-Welt, sprich auch Confluence zum Beispiel. Jetzt haben wir Google Docs als Text-Editier-Instrument und wir haben irgendwie Confluence, wo man eben auch schicke Wiki-Seiten anlegen kann. Das überschneidet sich sehr stark und
da gilt es, ganz am Anfang auch festzulegen, was ist unsere Tool-Strategie. Also es gibt Dinge in Confluence, die funktionieren wunderbar, weswegen man dieses Instrument vielleicht auch als Wiki-Software einsetzen sollte. Und es gibt Dinge, die dafür in Google Docs besser funktionieren. Und ich glaube, das ist für jedes Unternehmen so ein bisschen individuell. Was mache ich womit? Und dann kann man am Anfang hergehen und sagen, okay, sowas wie Briefe etc., die schreibe ich natürlich in Google Docs, da brauche ich irgendwie einen sauberen Briefkopf, das muss ich am Ende vielleicht ausdrucken. Und sowas wie Projektdokumentation, also was ständig weiterlebt, wo viele Leute Zugriff drauf brauchen, wo ich auch eine gewisse Inhaltsstruktur mir aufbauen möchte, das mache ich eben dann wieder in Confluence, sodass ich das nach Anwendungsfällen auch nochmal aufsplitte. Google Workspace, um zum Ende zu kommen, bietet sehr viele Tools, aber ersetzt definitiv keine Spezialanwendungen. Erzähl doch mal kurz, wenn ich jetzt das Thema interessant finde und sage, okay, Lukas hat das Vertrauen in mir erweckt, dass das ein Change ist, der handelbar ist, den man erfolgreich gestalten kann. Wir haben heute und gestern auch im Talk von den Googlern von Pascal Specht-Keller und auch von Jeremy Rome schon über den ROI auch einer Workspace-Einführung gehört, der eben durch die Abnahme vieler Routine-Tasks, aber auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und ähnlichem recht hoch ist. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da mal genauer informieren, und wie gehe ich da vor oder wie, mit wem kann ich da hier in Kontakt treten, um mehr darüber erstmal zu erfahren und dann vielleicht auch eine qualifizierte Entscheidung treffen kann, ob das eine valide Option für mich ist oder nicht? Ja, also ein ganz einfacher erster Schritt wäre, dass du dir privat mal die Google-Tools anguckst. Ich glaube, das kann jeder ganz einfach und unverbindlich machen. Die Tools sind ja im privaten Kontext, zumindest in der Basisversion, kostenfrei. Und wenn man sagt, okay, das gefällt mir grundsätzlich und ich sehe das auch bei uns im organisationalen Kontext und wünsche mir da noch ein bisschen mehr, weil in der Business-Variante bringt Google Workspace eben auch noch mal ein bisschen mehr mit und möchte mich da informieren, dann kannst du dich einfach bei uns melden. Du kannst einfach auf unsere Website gehen und dann gibt es unten rechts so ein kleines Chatfenster, da kannst du reinschreiben, hey, ich bin der XY, ich lasse euch mal meine E-Mail-Adresse da, könnt ihr euch mal zu Google Workspace bei mir melden und dann vereinbaren wir vielleicht ein erstes Telefonat. Es kann dann sein, dass das mit der Lara ist oder mit dem Kai oder vielleicht auch mit mir, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und dann telefonieren wir mal, klopfen deine Anforderungen ab und gucken, ob das was für dich sein könnte. Nach dem Telefonat hast du nicht automatisch Google Workspace gekauft. Sondern dann setzen wir für dich wahrscheinlich mal eine Demo-Umgebung auf. Und dann kannst du und deine Kollegen, vielleicht die Innovatoren, ihr könnt einfach das System schon mal erkunden, könnt vielleicht schon mal bestimmte Datensätze auch rüber migrieren, euch angucken, wie sieht jetzt mein Word-Dokument oder meine Ordnerstruktur, die ich bisher vorliegen habe, in Google Workspace aus, wo sind die größten Änderungen, könnt ihr euch da schon mal einen Eindruck verschaffen und dann gehen wir peu à peu weiter und gucken, was brauchst du noch, damit es für dich eine adäquate Lösung ist. Super, ganz lieben Dank dir, Lukas, für deine Antworten und Einblicke und auch viele Inspirationen, denke ich, wie man an so ein Einführungsprojekt herangehen kann. Wir haben jetzt gleich den Vicky Chada dann bei uns zu Gast. Wir werden kurz umbauen und dann geht es nochmal um die spannende Frage auch, wie sieht es denn aus mit dem Thema Datenschutz? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir so da? Wie sehen da die aktuellen Bestimmungen aus? Und wie lässt sich das Ganze auch kombinieren mit der Einführung von Google Workspace? Da freuen wir uns, wenn ihr gleich wieder da seid. Wir bauen kurz hier um. Und dann geht's gleich mit Vicky los. Bis gleich. Bis gleich.